Morgen. Hey. Christian ist da. Er wollte mich überraschen. Deshalb bist du so gut drauf. Wie geht's deinem Fuß? Danke, besser. Ich hab eine Manschette und Salbe. Hier geblieben. Was ist los? Du warst gestern Abend schon so aufgebracht. Ich hab Tristan einen Antrag gemacht. Er hat mich daraufhin für besoffen erklärt und sich mit Rebecca über mich totgelacht. Mit Rebecca? Was haben die beiden denn bitte gesagt? Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gehört, aber sie haben in meine Richtung geguckt und gelacht. Moment mal, du hast gar nicht gehört, was die beiden gesagt haben. Es war nicht nötig. Ja, aber vielleicht haben die ja über was ganz anderes gelacht. Genau, und warum fragt mich dann bitte Rebecca, ob es noch wehtut? Wahrscheinlich hat sie deinen Fuß gemeint. So kleines Dummerchen, echt. Rede mit Tristan. Du rufst ihn jetzt sofort an. Okay. Und ich bin Brötchen holen und du hörst auch zu weinen. Nur damit du lachst. Hat geholfen. Und du musst jetzt jedes Mal so tun, wenn die Tante vom Jugendamt kommt, als wärst du Olli und du, als wärst du ich. Ja, wie es aussieht, haben wir keine andere Wahl. Okay, und was ist, wenn die in den nächsten Wochen vorbeikommt? Ich meine, wer bin ich da? Also, Ricardo ist noch frei. Ja, das ist ein heißer Typ. So, die Nachtschicht macht sich bemerkbar. Du kannst gerne mitkommen, Taube. Ein andermal, Teaser. Das stört dich doch nicht, oder? Ach, Quatsch. Ist ja für einen guten Zweck. Mhm. Und was machen wir zwei heute an unserem Hochzeitstag? Wir könnten irgendwo hinfahren. Ich meine, wir haben 3 Wochen Zeit. Vielleicht ans Meer, nur wir beide. Klingt gut. Aber? Ich habe gedacht, wir fahren vielleicht sogar ein paar Wochen weg. Wenn du zurück bist aus England, also eine richtige Auszeit. Du, oder ein paar Monate, wir könnten was machen, was wir schon immer mal machen wollten. Australien, Neuseeland. Wir wollten doch auch nach Kalifornien. Wir könnten uns einen Mietwagen nehmen. Die ganze Westküste entlang, von San Francisco nach Los Angeles. Ich fürchte, dafür habe ich gar keine Zeit. Wieso? Du musst dir doch erst mal einen Job suchen, wenn du wieder hier bist. In Rennstall, den gibt's ja nicht mehr. Das ist genau der Punkt. Ja, aber du findest doch was. Christian, du hast dann für den besten Pferdetrainer der Welt gearbeitet. Die Leute, die nehmen dich doch mit Kusshand. Du musst dir nur ein bisschen Zeit geben, das findet sich. Olli, ich fürchte, das ist schon passiert. Ich glaub das einfach nicht. Du verlängerst deinen Vertrag in England, um ein Jahr ohne vorher mit mir drüber zu reden? Deshalb bin ich ja hier. Ich dachte, du bist wegen unserem Hochzeitstag hier. Ja, auch, aber ich wollte vor allem mit dir reden. Ja, weil du so ein schlechtes Gewissen hast, fährst du mal schön 3 Wochen mit mir weg, dann wird Olli sich schon beruhigen. Weißt du was, das finde ich zum Kotzen. Olli, so ein Angebot kriegt man so schnell nicht wieder. Ich musste schnell zusagen. Ein Anruf wäre ja wohl drin gewesen, ein einziger Anruf. Ich wollte es eben nicht am Telefon klären, deshalb bin ich hierher gekommen. Um mich vor vollendete Tatsachen zu stellen. Olli, dieses Angebot ist so gut, ich konnte das doch nicht absagen. Diese Arbeit in England, das ist ein Traum. Sowas gibt's hier gar nicht. Dann ist dir dieser Job wichtiger als dein Leben mit mir? Es geht hier um ein Jahr. Ein Jahr. Weißt du, wie lang mir die letzten Monate vorgekommen sind? Jeder einzelne Tag ohne dich. Ich höre dich nur am Telefon. Ich schlaf ständig ohne dich ein. Mann, Christian, ich vermisse dich. Du bist nicht nur mein Mann, du bist auch mein bester Freund. Und ich habe dich nicht geheiratet, um ständig von dir getrennt zu sein. Ich vermisse dich doch auch. Ja, aber scheinbar nicht genug. Sonst hättest du diesen Vertrag nicht einfach so unterschrieben. Dieser Job ist eine Riesenchance für mich. Und ich dachte eigentlich, du willst mir das gönnen, aber da habe ich mich dann wohl getäuscht. Und ich habe mich wohl getäuscht, als ich dachte, wir wollen zusammen sein. Aber wenn ich hier sitze und dich vermisse, baust du dir da drüben lieber ein neues Leben auf. Ich baue mir doch da kein neues Leben auf. Aber es ist ja wohl klar, dass mir das gefällt. Und dir geht's doch hier auch gut. Ich meine, du wohnst hier mit deinen besten Freunden, mit deiner Halbschwester, deine Tante direkt gegenüber. Und dann habt ihr ja noch ein Baby in der WG. Das ist doch das, was du dir immer gewünscht hast. Ich wollte mit dir zusammen ein Kind großziehen. Ja, das wollte ich eigentlich auch. Ja, das ist ja wohl kaum dasselbe, Dana und Jessica beim Windelwechseln zuzugucken. Ja,
Ich meine ja auch nur, dass du hier nicht einsam bist. Das ist ja auch gut so. Wieso? Weil du dann kein schlechtes Gewissen haben musst? Warum gehst du eigentlich so selbstverständlich davon aus, dass ich alles aufgebe? Warum kommst du nicht mit nach England? Weil davon nie die Rede war. Ja, dann ist davon jetzt die Rede. Warum gibst du hier nicht alles auf und kommst mit? Weil mein komplettes Leben hier in Düsseldorf ist. Ja, und ich dachte, deins eigentlich auch. Olli, es geht nur um ein Jahr. Das kriegen wir hin. Und dann bleibe ich doch hier. Was ist ein ganzes Leben gegen ein Jahr? Du machst dir echt so einfach. Als du mich hier... Hey, störe ich? Du machst das jetzt wirklich immer. Hab ich doch gesagt. Willst du einen Kaffee? Gerne. Und was treibt dich hierher? Ich wollte nur mal vorbeikommen und gucken, wie es dir geht. Ich weiß schon, was passiert ist. Hast du schon mit Olli gesprochen? Das auch. Aber ich kenne dich auch nicht erst seit gestern. Mann, ich wollte das doch so nicht. Dieser Job in England, das ist eine Riesenchance. Muss es wohl sein. Wenn du dafür Stress mit Olli riskierst. Was denn? Ich vermisse ihn doch auch. Ein Jahr ist eine verdammt lange Zeit. Aber trotzdem. Mein Olli und ich, wir gehören zusammen. Und es kann nicht so leicht auseinanderbringen. Nicht eine Fernbeziehung und nicht ein bisschen Wasser zwischen uns. Sehnsucht ist nicht logisch, aber sie ist da. Und du hast ihn ziemlich überrumpelt. Ich bin halt ein Idiot. Allerdings. Brichst einen Streit vom Zaun und das an eurem Hochzeitstag. Das ist scheiße, aber er muss mich auch verstehen. Ja, du ihn aber auch. Du hast einfach so über seinen Kopf hinweg entschieden. Weil ich genau diesem Streit aus dem Weg gehen wollte? Und weil du Angst hattest, dass er Nein sagen könnte. Und dann stellst du ihn einfach so vor vollendete Tatsachen. Ja, genau. Ja. Und wenn du das so sagst, klingt das auch ziemlich doof. Ist doof. Nein, Christian. Welcher sonst? Nee, der war nicht hier. Ich hoffe doch, er hätte mal Hallo gesagt, wenn er hier gewesen wäre. Danke. Oliver Sabel. Mein Name ist Dr. Voss. Ich bin Arzt am St. Vinzenz Krankenhaus. Sind Sie der Lebenspartner von Christian Mann? Ja. Was ist mit ihm? Er hatte einen Unfall und hat schwere innere Verletzungen. Sein Zustand ist äußerst kritisch.